Henning, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, an jedem Anorak war mindestens ein Aufnäher, manchmal zwei oder drei. Es war für sich ein Sport, aber auch ein Muss. Hatten wir alle gehabt. Und Sie sammeln das heute. Richtig, so fing es bei mir auch an. Halt der erste Anorak mit dem ersten Aufnäher, dann zwei, dann drei. Irgendwann passte der Anorak nicht mehr, dann wurde der nächstgrößere gekauft, dann wurden die Wappen alle abgetrennt, auf den nächsten aufgenäht. Aber irgendwann hatte Mutti dazu dann auch keine Lust mehr. Oder es waren dann auch schon so viele, dass man gesagt hat, das lohnt sich nicht mehr aufzunähen. Ja, und so ging es dann irgendwie im zarten Alter von 5 oder 6 Jahren ging es los und bis heute geht es weiter. Und es geht immer weiter. Also das heißt, dass Sie das zum Hobby gemacht haben und dieses Hobby, diesem Hobby frönen. Und zwar aus der Jugend heraus, aus der Kindheit heraus, alles klar, an sich von mir gesagt, bla bla bla. Aber die Sache hat ja nun einen echten Hintergrund. Sie sammeln ja mit Sicherheit in mehrere Richtungen, ist das? Naja, ich sammle die Wappen, also Ortswappen, Länderwappen, Sehenswürdigkeiten. Was bei mir überhaupt nicht vorkommt, ist Feuerwehr, Polizei und alle Sorten von Militär. Man muss sich als Sammler irgendwann mal beschränken, sonst wird es einfach zu viel. Alles, was man im Grunde genommen von der Reise mitbringt, ist das richtig? Richtig, genau. Reisesouvenirs, Reiseandenken, genau. Haben Sie hier Exoten, die für uns hier in Deutschland, Europa ganz selten sind? Es gibt einige Exoten, dazu gehört für mich ein einziges Stoffwappen, was ich aus Rumänien hatte. Was ja, also dieses Wappen ist aus Ostblockzeiten und da war ja Rumänien eines der ärmsten Länder. Und da, selbst da gibt es was. Dann gibt es, sage ich mal, Wappen mit einem historischen Hintergrund, wo ich sage, zum Beispiel, da gibt es ein Wappen oder mehrere Wappen, Helmstedt-Zonengrenze, wo halt eben ein Schlagbaum und die Grenzabfertigungsstellen zu sehen waren. Und sage ich mal, hoch im Kurs stehen bei mir halt auch immer Wappen, sage ich mal, umso weiter weg sie her sind, umso wertvoller sind sie. So dass ich ganz glücklich war, dass mir ein Kollege selbst welche aus der Südsee mitgebracht hat. Und selbst da gibt es sowas. Diese Wappen haben ja praktisch nur einen ideellen Wert oder einen Sammlerwert. Ja? Aber ansonsten aber gibt es dieses Wappen vermutlicherweise für 2 €, geht man von aus, kenne die Preise nicht, an jedem Kiosk, wo es Reiseandenken gibt. Ist das richtig? Bisher ja, aber diese Tendenz mit diesen Aufnähern ist auch rückläufig. Ich habe mich mal mit einem Verkäufer unterhalten, der sagte, seitdem zum Beispiel in Europa nicht mehr so sehr viele Amerikaner stationiert sind, ist diese ganze Geschichte rückläufig. Die Amerikaner sind für ihre Wappensammelleidenschaft sehr bekannt, die dann natürlich auch Feuerwehr und Militär und Polizei alles Mögliche sammeln. Deshalb geht es in Europa etwas zurück, weil sich auch viele Geschäfte sich das nicht mehr leisten können, in einer Stickerei eine Auflage von 1000 Stück, so hoch ist die Auflage mittlerweile, anzufordern und sich damit den Laden vollzupacken. Ja, also dann entwickeln sich diese Dinge leider zu Ladenhütern. Mittlerweile ja. Aber bei Ihnen nicht, denn Sie haben hier auf dem Tisch eine ganze Menge Wappen aufgebreitet, zum Teil Wappen fest eingelegt in Aufhänger, auf Brettern. Und da gehe ich mal davon aus, dass das besondere Wappen sind. Nee, das ist einfach ein Querschnitt durch die Sammlung, weil, wie ich angefangen habe, war mein Horizont beschränkt auf Deutschland und Österreich, soweit wie ich als Kind in Urlaub gekommen bin. Und bin erst später überrascht worden, dass es also quasi in allen Ländern Europas und darüber hinaus eigentlich fast weltweit in allen Ländern und Kontinenten diese Stoffwappen gibt. Und was hier zu sehen ist, ist halt einfach ein Querschnitt durch die komplette Sammlung. Und jetzt schließt sich natürlich eine Frage an. Wie groß ist denn Ihre Sammlung? Also ich war ganz froh. Ich habe vor 2, 3 Monaten, also glaube ich über den Jahreswechsel hinweg, da habe ich dann den Sprung über die nächste sogenannte magische Grenze gemacht. Also es sind jetzt knapp über 4000 Stück aus aller Welt. Also 4000 Stück, das ist doch eine ganz erhebliche Größenordnung. Wenn man das nämlich in Geld umsetzen würde, da würde auch einiges bei rauskommen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sie sind ja nun ein echter Sammler und sammeln mit Intention und
jetzt stellt sich natürlich eine Frage, wie erhalten Sie diese Stoffteile, dass die Farbe nicht vergeht und dass auch die kleinen Fresser nicht reinkommen? Also ich habe anfangs mal in einem Karton gesammelt, dann wanderten die ganzen, wurden sie aufgeklebt und in Leitsornern abgelegt, aber mittlerweile habe ich mich auf die Variation konzentriert. Karteikarte, wo für mich die wichtigen Daten drauf sind, woher es stammt, wann es in meine Sammlung kam, und dann halt so ein Klarsichtbeutel angeklemmert, der hat einen Rand, der zu ist, und dann kommt man da auch nicht ran und dann kommt es in eine Karteikiste und dann ist es eigentlich sicher und auch staubsicher untergebracht. Das heißt also, dass Sie in der Lage sind, jederzeit meinetwegen im Computer nachzugucken, wenn Sie das im Computer eingegeben haben, im Computer nachzugucken, und dann können Sie den Kasten und die entsprechende, gehe ich mal von aus, dass Sie das nummeriert haben, hier 397 da oben, und das ist 3927, mal überlege, 3927, das ist doch eine ganz schöne Summe. Ja, es ist halt immer mehr geworden, und sicherlich durch den Computer ist die Verwaltung einfacher geworden. Man kann sich halt verschiedene Listen und Dateien anlegen, was auch dann, wenn man wieder neue Angebote bekommt oder wenn man irgendwo bei zum Beispiel in einem bekannten Internetanbieter, in einem Internetkaufhaus unterwegs ist, kann man auch immer sehr schnell vergleichen, habe ich das, brauche ich es noch oder habe ich es schon und will es nicht mehr haben. Also das heißt, dass Sie jetzt schon differenzieren und genau überlegen, muss ich das haben oder muss ich es nicht? Ja, es ist so, kein Sammler will irgendwelche Doppelten haben, und wenn mir bei zum Beispiel eBay Sachen angeboten werden, gucke ich schon, wenn da 10 Stück dabei sind, wenn ich 8 davon habe, dann kaufe ich diesen Posten nicht, nur weil da 2 dabei sind, die mir fehlen, weil die Tauschmöglichkeiten noch sehr begrenzt sind. Das Sammeln dieser Aufnäher ist ja aus der Jugend heraus gekommen. Und können Sie auch heute noch junge Menschen begeistern dafür? Also ich weiß nicht, ob sich Jugendliche dafür begeistern können. Generell denke ich mal, es ist wichtig, dass Jugendliche irgendeine sinnvolle Beschäftigung haben, sei es Sammeln oder irgendeine kreative Tätigkeit. Ich denke mal, das ist generell wichtig. Nun müssen Sie sich ja hier mit der Gemeinschaft umorientieren. Der Rudower Heimatverein ist nicht mehr in der Lage, das fortzuführen, weil die Kosten doch erheblich gestiegen sind. Eine Situation, die eigentlich von allen Seiten bedauert wird, aber speziell von Seiten der Sammler neue Ideen erfordert. Und Sie hatten die Überlegung angestrengt, da vielleicht neue Möglichkeiten zu finden. Wie sieht es damit aus? Also da ist es jetzt natürlich noch zu früh, irgendwas zu sagen. Wichtig war mir, dass, wenn die Gruppe jetzt quasi heute nach dem Abbau auseinandergeht, dass die Gruppe als solche in irgendeiner Form erhalten bleibt. Deshalb ging es mir erstmal darum, Adressen zu sammeln, Ideen zu sammeln und Anregungen zu sammeln, dass man einfach mal überlegen kann, lohnt sich es weiterzumachen. Was ich jetzt an Rückmeldungen habe, weiß ich, dass es sich lohnt. Und wir müssen jetzt einfach gucken, welche Alternativen gibt es an Räumen, an Möglichkeiten, um halt diese Veranstaltung, die ja nun auch schon eine gewisse Tradition hat, um diese Veranstaltung aber nicht sterben zu lassen. Sie sind ja eigentlich nicht an den Bezirk nach Köln gebunden, das heißt, Sie können allbezirklich agieren und können versuchen, den einen oder anderen zu motivieren, eine Räumlichkeit zu finden oder mehrere Räumlichkeiten zu finden, die ihrem Platzbedarf entsprechen und auch den Bedarf oder den Möglichkeiten der Sammler entgegenzukommen. Denn oftmals sind es ja Leute, die Rentner sind und das als einziges Hobby oder Leidenschaft haben und ihr ganzes Geld da hinein tun. Und denen oftmals nicht viel nebenbei bleibt. Also da ist dann die Frage groß, ob dann größere Kosten, auch wenn man sich ein Jahr nur präsentieren will, überhaupt noch möglich sind. Also sicherlich ist es schwierig. Was die Frage von der regionalen Verbundenheit angeht, also da denke ich schon,
Die Sache hat eine Tradition in Rudow und es gab Ideen, es nach Spandau zu transportieren. Das ist eigentlich in erster Linie nicht unbedingt mein Ansinnen. Also es hat die Tradition aus dem Rudower Heimatverein heraus und ich will eigentlich schon hier im, also ich sag mal in Neukölln zumindest bleiben. Da sind auch noch die Wege für alle vertretbar. Aber jetzt nichts gegen Spandau, aber nach Spandau zu gehen, das wäre dasselbe, als wenn wir nach Potsdam gehen würden. Und das käme für mich nicht in Frage. Der Bezirk als solcher sieht sich ja nun nicht mehr in der Lage, zu bestimmten Konditionen diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Land Berlin da mehr erwartet vom Bezirk und Erwartungen, die vielleicht über die Möglichkeiten, ich sagte das eben schon mal, über die Möglichkeiten des einzelnen Sammlers gehen und vor allem da bleibt dann der Einzelne vielleicht auf der Strecke. Ist das so? Das sehe ich mit Sicherheit so. Also ich finde es schade, dass in einem Gemeinschaftshaus, wie es heißt, Gemeinschaft nur noch möglich ist, wenn man harte Währung auf den Tisch legt. Ich denke mal, dieses Gebäude ist mal mit Steuermitteln erbaut worden. Es ist vor kurzem mit Steuermitteln aus unser aller Geldbeutel ist es modernisiert worden. Und wenn ich jetzt zusätzlich auch noch diesen Raum mit Leben fülle, dass ich dafür auch noch bezahlen muss, finde ich bedenklich. Aber es ist anscheinend heutzutage leider mittlerweile traurige Realität geworden und deshalb muss man sich dann halt eben überlegen, was will der Bezirk, was wollen wir und gibt es eine Ebene, auf der wir miteinander arbeiten können. Also bleibt Ihnen nichts weiter übrig, als zu überlegen, suchen, suchen, suchen und viele Leute sprechen und dann die Hoffnung haben, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Geht es im nächsten Jahr nicht weiter, dann gibt es das darauf folgende Jahr. Möglichkeiten gibt es immer. Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt und wir haben jetzt, also ich habe jetzt erstmal Adressen und Informationen gesammelt. Wenn es nach mir geht, ist es dieses Jahr, wird es vielleicht einen kleinen Bruch geben, indem man sagt, man wechselt den Ort. Ich will die Zeit kurz vor Ostern erhalten, ich will die Veranstaltung als solche behalten. Wie gesagt, wir müssen jetzt anfangen zu suchen und sind deshalb auf Tipps und Anregungen sind wir sehr gespannt. Große Räumlichkeiten, wo man halt so eine Veranstaltung machen kann, sind vielleicht rar, aber wenn es den einen oder anderen gibt, der da Hinweise hat, wir sind für alles offen und hoffen, dass wir auch 2009 diese Ausstellung machen können. Ja, sagen Sie doch mal ganz kurz, wie man sich an Sie wenden kann, Ihre Adresse in der Möglichkeit oder aber Ihre Telefonnummer. Ja, am besten die Funkmobilnummer, das ist die 0177 329 3843 oder per E-Mail an tfhenning@aqua.de. Darf ich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Dankeschön.